So, hier sind wir wieder. Und ja, ich hatte beim letzten Mal, oder nach dem letzten Part habe ich gespeichert. Und als ich wieder angemacht habe, bin ich hier vor unserem Leuenkönig gelandet. Nennen wir einfach mal ganz kurz Leu, weil Leuenkönig ist mir ziemlich lang. Und ja, er freut sich jetzt, dass wir darüber, dass wir das Segel gefunden haben. Sehr schön, dann will ich dir mal die Bootssteuerung beibringen. Ist eigentlich nicht so schwer. Nähere dich dem Boot von der Seite und drücke A an, dann gehen wir an Bord, logisch, um an Bord des Bootes zu gehen. Wow. Wenn du das erhaltene Segel auf Y, Z oder X legst und benutzt, wird es auf dem Boot gesetzt. Das Boot wird vom Wind im Segel angetrieben. Behalte deswegen immer die Windanzeige, das ist der gelbe Pfeil, werden wir dann auch sehen, hinter dem Boot im Auge. Manövriere das Boot mit Hilfe des Sticks, dass es immer Rückenwind hat, weil so sind wir am schnellsten, ist logisch. Möchtest du das Segel einholen, drücke A. Probier es ruhig auch mal, wenn du nur langsame Fahrt machen willst. Und, konntest du mir folgen? Aber natürlich! Das Einzige, was dir auf was dir auf weiter See als Navigationshilfe dient, ist deine Seekarte. Ich habe dein Zielort auf der Seekarte eingezeichnet. Solltest du dich auf hoher See verirren und nicht wissen, wo du bist, drücke Steuerungstaste nach oben und überprüfe deine Position auf der Karte. Gut, wir haben Westwind. Ideale Bedingungen also, um nach Osten zu segeln. Setze das Segel und los geht's. Okay, weil hier gibt auf der Insel gibt es eigentlich nicht mehr viel zu tun. Ich habe so einiges schon gemacht. Also offscreen habe ich gar nichts mehr gemacht. Setzen wir das Segel mal ein. Obwohl, jetzt machen wir auf Z. Ich bin eigentlich primär auf der Suche nach einem fahrenden Händler. Gibt es auch hier. Weil ich mir erhoffe, etwas zu kaufen, was wir brauchen werden. Und zwar ist mir das ziemlich entfallen, beim als wir aus Präludien abgefahren sind. Sieht nicht so aus, ob er hier wäre. Egal. Und zwar Fischfutter. Es gibt nämlich Fische auf der gesamten Map. Hier sehen wir mal die Map, die kann ich auch mal zeigen. Da oben haben wir die verwunschene Bastion. Hier unten ist Präludien. Hier sehen wir sie mal, das ist so eine kleine Ansicht. Dann kann man natürlich noch etwas näher ranzoomen. Das ist Präludien und wir sind im Moment hier in Port Monet. So, ihr seht natürlich auch, dass die ganzen anderen Maps hier nicht freigeschaltet sind. Die können wir erst freischalten, in Anführungsstrichen. Die werden uns eingezeichnet, netterweise. Und zwar von so kleinen Fischen. Die treffen wir immer in der Nähe von so einer Insel an. Zum Beispiel hier so im Umkreis schwimmen die immer rum. Und da können wir hingehen, wenn wir dann in der Nähe von denen sind, werfen so Fischfutter rein. Dann kommen die zu uns, reden mit uns, dann zeichnen sie uns immer die Karte ein und geben uns immer noch einen Tipp, so was wir, wo, was, ob wir irgendwo was finden können. Und unser netter Loi hat uns jetzt mal hier eingezeichnet, wo unser nächstes Ziel ist. Das macht er immer mal wieder. Das heißt, wir wissen dann auch immer automatisch, wo wir hin müssen. Ist dann nicht so schwer. Gibt eigentlich auch nicht mehr viel zu sagen. Ich hoffe allerdings, dass wir nochmal so einen fahrenden Händler finden. Weil das wäre sehr angenehm. Genau, wir sehen es jetzt. Wir haben jetzt zum Beispiel hinter unserem Boot den gelben Pfeil. Der zeigt uns idealerweise an, dass jetzt zum Beispiel Wind von hinten kommt. Das heißt, wir haben jetzt so den besten Antrieb nach vorne. Und segeln natürlich am schnellsten. Wenn ich jetzt drehen würde, dann würden wir gar nichts bekommen, weil wir dann gegen den Wind fahren. Und das ist ziemlich blöd. Dann gibt es natürlich auch solche Sachen hier, da kann man durchfahren. Und dann erscheint vor uns genau sowas hier. Tadam. Ach, es geht noch weiter. Dann sind wir mal so witzig und sammeln das alles ein. Okay, es geht noch weiter, oder? Was haben wir hier jetzt? Was sind das für Piepmatz-Dinger? Egal. Da wollte ich auch nicht hin. Ich wollte nämlich hier auf die Insel gehen. Und zwar, Moment, ja, jetzt muss ich etwas langsam vorwärts fahren, ist aber auch nicht so schlimm. Aber wie ich sehe, ist unser netter Schiffsverkäufer-Boot-Typ hier nicht da. Ups, das war falsch. Vom Bord gehen tun wir übrigens auch mit A. Genau hier wollte ich hin.
Okay. Was steht denn hier drauf? Nach Draconia, von hier aus nach Osten. Okay. Genau, und zwar haben wir hier so ein Ei-Ding. Mit dem können wir nicht viel anfangen. Allerdings, Moment. Ne, da war es ja gerade, ich hab's gesehen. Ist hier so ein Eingang, so eine kleine Öffnung. Ah, komm. Genau, da können wir nämlich... Ups. Schwert natürlich wegstecken. Können wir hier rein? Und zwar haben wir ja mittlerweile schon 3 Herzteile gesammelt, soweit ich weiß. Und können hier... Wow. Sieht ziemlich cool aus. Oh. Rubine. Ja, alles vergessen. So. Oh, grüner Schleim. Nein, roter Schleim. Genau, die hinterlassen nämlich solche... Hier sehen wir es. Rotes Schleimgelee. Daraus können wir Heiltränke machen in Portemonnaie. Ja, muss weiterverarbeitet werden, ist schon klar. Hinterlassen die nicht immer, aber wir sehen es sehr häufig. Ist hier noch irgendwas? Nö, aus Rubine nichts. Genau, ich wollte gleich noch weiter erzählen. Und zwar haben wir jetzt 3 Herzteile gesammelt und finden hier nämlich unser 4. Herzteil und haben somit vor dem ersten großen Endgegner haben wir nämlich schon ein ganzes... Oh, das ist auch cool. Das ist nämlich so größere Beute. Sozusagen, hier sehen wir es. Sogar 2 Gelee-Dinger, geht aber alles ziemlich schnell weg, was da liegt. Genau, da haben wir sogar vor unserem allerersten Bossgegner, der uns einen ganzen Herzcontainer hinterlässt, haben wir jetzt schon ein Herz mehr, was nicht in jedem Zelda-Spiel der Fall ist. Und ein Herzteil! 4 dahin, keines mehr im Sinn und bla bla, jetzt haben wir ganze 4 Herze. Ziemlich cool. Sehen wir mal, was ich alles so auf meinen kleinen Notizzettel schon aufgeschrieben hatte. Was ich alles schon gefunden habe. Okay, jetzt, was ist denn die Wand hier? Kann man das wegbomben? Vermutlich, aber sowas haben wir leider nicht. Egal. Wollte ich mal sagen, genau, weil es ist ja nicht üblich, dass man in einem Zelda-Teil schon vor einem Endboss überhaupt auch nur ein Herzteil findet. Weil ich kenne zum Beispiel auch Zelda-Teile, da hat man eventuell ein Herzteil noch gekriegt, irgendwie, so durch Zufall. Aber sonst ist es normalerweise so, da hat man gar nichts bekommen, also da... Geht man in den Endgegner rein und kriegt da erstmal so seinen Herzcontainer. Und das war's dann auch. Deswegen eigentlich eine ziemlich coole Sache, aber ich sehe, der fahrende Händler ist wirklich nicht da. Oder ist er hier vorne? Was haben wir denn da? Oh. Scheiße. Okay, ich war etwas verwirrt, weil ich dachte, ich bekomme da jetzt irgendwas von, wenn ich dagegen fahre. War eine Bombe, sehr nett. Aber ich glaube, das ist er doch. Ja, das Ding nehmen wir auch noch mit. Schade, verpasst. Egal. Da ist er. Das ist unser lieber Freund, der uns netterweise... Mal da hoch? Ja. Netterweise Fischfutter verkaufst? Verkauft. Oh ja, nett von dir. Okay. Hier. Ah ne, Moment, wir brauchen erstmal die... Ah. Ah, schaffst das. So, wir brauchen nämlich erstmal die... Hier, wir brauchen erstmal die Futtertasche, endlich. Davon schnappen wir uns eine. In der Futtertasche wird nämlich unser Futter gelagert, das Tierfutter. Und zwar... Ja, komm. Thank you. Eine Kundenkarte halten wir, wir kriegen Punkte darauf. Wir haben jetzt einen Punkt. Bei 30 Punkten gibt es eine VIP-Karte. Und dann kriegen wir, glaube ich, einige Sachen günstiger hier drin, aber ist nicht so wichtig. Das hier ist eine Put-Put-Frucht. Damit kann man Möwen steuern, also anlocken und dann steuern. Brauchen wir allerdings nicht. Also ich kann mal 2 mitnehmen. Moment, ja, schön. Ja, wir können die Möwe dann fliegen. Ist in Ordnung. Ja, wir haben jetzt 2 Punkte. Unglaublich.
So, jetzt haben wir noch eine Frucht gesammelt. Also, gekauft, haben wir zwei Stück schon. Und nehmen jetzt noch ein bisschen von dem Universalfutter mit, weil wir das ja brauchen, um die Karten freizuschalten, was sehr nützlich ist. Da sehen wir halt immer, wo welche Insel ist. Ja, bitte lass mich weiter einkaufen. Ich kaufe erstmal so viel, was unsere Tasche einfach mal herlässt. Oder unser Geld, je nachdem, was zuerst leer wird. Wir haben ja noch 45 Rubine. Haben anscheinend noch genug Platz in unserer... Ah, nee, schade. Gut. Das war's. Also den Händler, Terry heißt er im Übrigen, begegnen wir noch ein paar Mal. Ah, nicht drin gelandet, egal. Begegnen wir noch ein paar Mal so auf unserer Reise. Aber wenn ich schon mal hier bin, kann ich doch auch... Moment, ich gehe nochmal zurück, weil ich hätte dann doch ganz gerne die Karte hier freigeschaltet, aber es sieht jetzt auch nicht so aus, als ob hier irgendwo so ein Fisch wäre, der uns die Karte einzeichnet. Nee, anscheinend nicht. Das finde ich jetzt nicht so gut. Aber ist egal. Gut, machen wir uns erstmal auf die nächste Insel natürlich. Wohin denn sonst? Sammeln noch weiter Rubine ein. Ist ja auch ganz eine klasse Idee. Alter, die Möwen regen mich jetzt schon auf. Ist aber egal. Aber wir gehen jetzt nämlich auf die Insel Draconia. Dort werden wir so einiges erleben. Hat nämlich noch mal nebenbei etwas Ausschau nach einem Fisch, der uns die Karte einzeichnet, aber wie ich sehe, ist das noch nicht der Fall anscheinend. Das kommt erst später im Spiel, oder? Keine Ahnung. Ah. Land in Sicht. Das ist dein Zielort, die Insel Draconia. Draconia. Ah, da ist auch so ein fahrender Händler. Auf dem Berggipfel dieser Insel wohnt der Hüter des Himmels, der Drache Valo. Valo oder Valu? Sagen wir mal Valo, klingt etwas cooler. Deine Aufgabe ist es, diesen Drachen zu treffen und von ihm das göttliche Artefakt Dienst der Mond in Empfang zu nehmen. Wie du den Drachen treffen kannst, fragst du besser die Bewohner dieser Insel, das Volk der Orni. Ach ja, einen Moment noch. Ah, wir bekommen jetzt was. Dies ist der Taktstock, der in längst vergangenen Tagen dazu benutzt wurde, den Göttern gefällige und bußfertige Musik darzubringen. Je nach Verwendung ist es möglich, die Kräfte der Götter auf seiner Seite zu haben. Aber ich weiß nicht, ob er noch über diese Fähigkeit verfügt. Nun, zu irgendwas wird er schon zu gebrauchen sein. Warum schwingst du ihn nicht einfach mal? Probehalber. Ah, okay, jetzt lernen wir auch damit umzugehen. Versuche dich zuerst am Dreiertakt. Lass Ohren getastet und schwinge den Taktstock mit Hilfe von dem gelben Stick in die Richtungen hoch unter links, hoch unter rechts natürlich, passend zum Rhythmus. Na, na. Nicht schlecht, das klingt doch schon ganz gut. Als nächstes probieren wir einen Vierertakt. Drücke und schwinge den Taktstock mit Hilfe von... Ja, ist in Ordnung. Du zeigst mir eh nochmal 10-mal. Es gibt nämlich einen Dreiertakt, einen Vierertakt und einen Sechsertakt. Oh, Moment, das war der Sechser. Das ist das Maze. Für dein erstes Mal wirklich sehr beachtlich. Drückst du, kannst du einen Sechsertakt? Ja, aber das ist etwas, ja, für später. Wir haben den Taktstock. Taktstock des Windes erhalten. Ein ziemlich cooles Ding brauchen wir aber erst auch später. Ist jetzt nicht interessant. So, und das ist Draconia. Die nette Insel. Aber ich glaube, wir... Ja, müssen...
nichts großartig machen. Ne, wir können, weil hier gibt's, klar, ich kann es mal zeigen. Hier die Bombenblumen, die kennt man, denke ich mir mal, aus anderen Zelda-Teilen. Die kann man dann so nehmen, schön irgendeine Richtung werfen und dann macht's kaboom. Wie hier zum Beispiel. Gibt's nochmal schöne 10 Rubine. Kennt man. Gibt's jetzt hier schon. Also wirklich ab dem ersten Gegner, sage ich mal. Beziehungsweise ersten, wie sagt man es, ersten Tempel. Tempel, Schrein, Dungeon, Höhle, irgendwas. Kann man sich aussuchen. Jetzt nur die Überlegung, wir müssen hin. Ich glaube, wir müssen hoch. Sonst würde es keinen Sinn machen, wenn die uns netterweise jetzt schon die Bomben zeigen würden.